Grüß euch und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Adventure Time 74 zu einem neuen Video. Ja, wie war's? Wie Teil 1 und 2 schon gesehen habt, bin ich noch immer in der Wachau unterwegs und habe scheinbar Redebedarf. Und weil ja sowieso dieses Jahr nicht so viel auf meinem Kanal gekommen ist, denke ich, na, hau ich noch einen raus und zeige euch die wunderschöne Strecke da jetzt in der Wachau. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran, gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder, während ich noch immer da hinter diesem Schweizer, naja, slowakischen Sportwagen, Supra oder was das ist, Toyota Supra, keine Ahnung, festhäng. Jetzt gibt er Gas. Ja, wollte ich euch noch zeigen, die Romantikstraße da in der Wachau, neben der Donau, keine Angst, es ist nicht die Donau da wächst, es ist nur nebenan, werdet ihr es dann gleich sehen, die Donau, würde ich euch mitnehmen und euch ja, das zeigen, wie wunderschön es da ist und ja, vielleicht kommt ihr auch mal in die Gegend und schaut euch das an, weil soweit ich ja weiß, ist die Wachau Weltkulturerbe. Hier wird auch, also Wachau ist eigentlich nur deswegen bekannt wegen dem Weinanbau. Es ist so in die terrassenmäßig da in den Berg reingehauen, die Weinberge. Jetzt gleich sehen, jetzt noch nicht. Jetzt haben wir nur Felsen. Aber da hat sich halt die Donau da den Weg gebahnt und sich da durch die Berge gefressen. Ja, aber windig ist es geworden. Also, Entschuldigung, was ich mir nicht gescheit verstehe, aber der Kopf hier kann nichts. Es ist halt ein bisschen, der Wind fährt da oft so rein. Ja, wunderschöner Teil von Niederösterreich, die Wachau, gehört ja zum Waldviertel. Meine Heimat, aber wie mein Arbeitskollege sagt, das ist halt die Toskana des Waldviertels und ich lebe halt da in Novosibirsk des Waldviertels. Aber da hat schon recht, ja, weil da ist ein sehr mildes Klima da hier unten. Gleich neben der Donau und es ist wirklich schön hier. Also jetzt überhaupt, seht selber, die Bäume spielen alle Farben. Es hat eine Zeit gedauert dieses Jahr, bis die Farbenpracht so richtig rausgekommen ist, aber jetzt hat es in den letzten paar Tagen, war es halt in der Nacht auch ziemlich kalt, bis zu 0 Grad oder drunter vielleicht sogar. Und ja, das beschleunigt den Prozess. So, was haben wir da jetzt überhaupt? Da hinten sieht man das Stift Melk. Kann man gleich besser sehen. Und ja, genau, da sieht man jetzt Stift Melk. Wirklich ein schönes Stift, war ich schon mal drinnen, toll. Auch eine Reise wäre vielleicht einmal am Motorflug dahin zu fahren. Sieht man schon von der Weiten, wenn man auf der anderen Seite ist, die Autobahn. Sieht man schon. Ja, wie gesagt, Weltkultur wäre und ihr seht es auf der rechten Hand da. Die Dämme und Hochwasserschutzverbauungen. Weil ja da sehr oft Donau, sehr oft, sagen wir nicht so, sehr oft, nicht? Aber es gibt halt so Jahre, da
denkt sich halt die Donau, da gefällt es mir nicht mehr in mein Flussbett, schauen wir uns einmal die Gegend an und tritt halt dann über die Ufer. Und da gibt es halt diese Überschwemmungen, da sind die Straßen immer gesperrt und die Ortschaften überflutet, aber sie haben da in letzter Zeit sehr viel investiert, den Hochwasserschutz, und jetzt ist es halt, sagen wir mal so, besser geworden, ne? Dass halt immer bis das Wasser bis in die Ortschaften den Weg bahnt. Man sieht auch da immer bei den Durchgängen, da, die werden auch bis zu 2-3 Meter hochgezogen, dann diese Wände. Und ist nicht lustig, aber es kommt halt vor, ne? Meistens so im Mai, Juni, nach der Schneeschmelze oder bei größeren Unwettern. Es ist halt diese, dass die Romantikstraße ist halt extrem fad für uns Motorradfahrer. Es ist schon besser da hinten, da in den Berg. Aber ich bin jetzt eigentlich schon genug heute gefahren. Deshalb ist es ein bisschen entspannend da. Und die Sonne zu genießen und ja, einfach so dahin rollen lassen. Sich die schöne Gegend anzuschauen, das hat ja was. Ne? Um euch das zu zeigen, nehme ich diese Strapazen in Kauf. Hier nur gerade zu fahren, ein 70er dahin, gemütlich. Ah ja, das passt schon, ist schon okay. Und da sieht man es jetzt schon langsam, da die linke Hand, die Weinberge da in den Berg reingehauen, die Terrasse. Wunderschön, sehr was. Ja, spitz an der Donau. Sagen wir es, spitz an der Donau. Von da wäre ich eigentlich runterkommen, weil da wäre ich da vor einem Royaling drauf raufgefahren. Konzentration, Kreisverkehr. Einmal geradeaus bitte. Schon wieder eine Dose von mir. Ja, wurscht. Ewaldsgebiet. Ja, und noch immer rechter Hand von mir die Donau. Werde ich heute nicht mehr los, also jetzt dann würde ich es überqueren erst in Wien, wenn ich über die Floridsdorfer Brücke fahre, und sie ist eigentlich jetzt bis nach Hause rechts von mir. Da riecht es gut nach Essen. Ah, Bratwürstel, oh Gott, hätte ich jetzt einen Gruß auf Bratwürstel oder Leberkässemmel. Hashtag Team Leberkäse weg, ihr kennt sich aus. Ja, da sieht man es echt schön. Also die Weinberge. Ich denke, so müsste es glaube ich an der Mosel glaube ich auch aussehen in Deutschland. Schreibt was rein in die Kommentare, ob das auch so ist. Ich war da noch nicht dort, aber ich glaube, ich kenne das von Fotos bzw. auch von Motovlog-Kollegen, die da unterwegs waren, sieht so ähnlich aus. Ah, oh, schön, wird der Markus sagen, wenn so nichts. Oh, ist das schön. Oh, ah, das Gewässer, schau da nur. Ah, oh. So, jetzt gehen wir nach Dürnstein. Sieht man schon die schöne blauen Kirchturm und Dürnstein, das Wahrzeichen und die dazugehörige Ruine. War ich schon lange nicht mehr oben, da sollte man wieder mal raufgehen. Schön idyllisch gelegen da. So, Ausflugsziel Nummer 1 hier. Wenn die Wachau kommt.
Und schaut euch, wie die Sonne da auf der Donau spiegelt. Weil ich kann gar nicht reinschauen, weil ich mir das Visier runter machen. Ah, echt schön. Oh, schön. Da, wieder Visier rauf. Dunkelungsvisier braucht man nicht, das gehen wir in den Tunnel rein. Ja, ich glaube, das war es jetzt einmal. Da sieht man auch noch das Rebstöcke, ja, schön die Rebstöcke. Mal da ein bisschen flachen. Ja, und es riecht nach Most. Nach vergorten Früchten, sagen wir mal so. Oder Früchte, die was. Sich gerade im Vergärungszustand befinden. Ja, da haben wir es fast geschafft. Jetzt sind wir schon in der Nähe von Krems. Wir sind schon ziemlich durch. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich euch da jetzt gezeigt habe, hier in der Wachau. Ende Oktober, heute am 24. Oktober, und würde damit dieses Video beschließen. Sag danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wahrscheinlich wird das jetzt das letzte Video gewesen sein für dieses Jahr. Ah, sieht man da so ein schönes Donaukreuzfahrtschiff. Ja, das passt gerade zum Abschluss. Ja, in diesem Sinne sage ich dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao!